Einen wunderschönen Morgen, meine Lieben. Mein Name ist die Außenkryptokaffee. Wir hatten einen richtig grünen Nacht gestern und passend zum ersten Advent. Und das, da sieht man natürlich auch bei Chart, sowohl bei den großen als auch bei den kleinen. Wir haben teilweise sogar im zweistelligen Bereich bei den kleineren Coins wie Celestia und Co. Und das ist natürlich schön. Wichtig ist natürlich an der Stelle, eine eigene Strategie und Meilensteine zu haben. Bei uns in der Community gibt es auch Leute, die ja bei Ethereum 2200 schon ihren Verkaufsorder denken. Also es ist nicht alles abverkaufen, sondern stückweise. Genauso bei mir. Ich habe auch meine eigenen Meilensteine. Und typischerweise, wenn man nicht weiß, wo man die Meilensteine setzen sollte oder auch keine Charts lesen sollte, sollte man definitiv sich nicht an die Influencer wenden, sondern entweder ein paar Bücher wälzen oder es gibt so einen ganz einfachen Trick von irgendeinem großen Investor, ich weiß gar nicht mehr, der sagt, alle 20%, wo die Kurse nach oben gehen, nehme ich 10% Gewinne mit. Das heißt, wenn ich, sag mal, $10.000 drin habe in Bitcoin und jedes Mal, wenn der Bitcoin um 20% nach oben geht, nehme ich einfach 10% von dem Investment wieder raus. Und somit bin ich auf der sicheren Seite. Und ich habe bei mir zum Beispiel auch sehr viele solche Strategien vorgestellt, wie man in einem Bullenmarkt aus dem ganzen Investment rausgehen kann. Typischerweise sehr, sehr lukrativ ist zum Beispiel über DCA-Out, aber nicht normales DCA-Out, sondern mit konzentrierter Liquidität. Ja, da kann man einerseits natürlich sowohl Gewinne mitnehmen, andererseits natürlich auch gleichzeitig aus dem Investment rausgehen. Und das ist auch das, was ich selbst mache. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben über Wochenende einen interessanten Vorfall gehabt. Und zwar betrifft es in diesem Fall Silo. Silo ist auch ein Money Market auf Arbitrum. Und Silo benutzt an dieser Stelle unter anderem Chainlink Oracles. Und Chainlink zeigt aber teilweise verwirrende Daten an. Ja, zum Beispiel, ihr seht hier, Minimum of 7, ja, steht zum Beispiel hier auf deren eigenen Seite für den Wrapped ST Coin auf der Chain Arbitrum. Ja, und das heißt aber nicht, dass Minimum 7 Leute ja voten muss, damit der Preis stimmt, sondern dass der Preis abgedatet werde, wenn mindestens 7 Leute gevotet haben. Aber das Minimum, um den Preis zu bewegen, das steht tatsächlich on-chain, ja, wenn man in die tatsächlichen Smart Contract reinguckt und da steht 3. Ja, das heißt, wenn 3 von den 10 Leuten, ja, die in diesem Oracle beteiligt sind, einen bestimmten Preis voten, dann können die den Preis schon bewegen. Und das ist eben das Problem an der Stelle. Und zwar, das sieht man an diesem Chart ganz deutlich, ja, das Ding ist kurzfristig extrem nach oben geschossen durch eine minimale Bewegung auf dem Mainnet. Und daraufhin sind auch Leute bei Silo liquidiert worden. Ja, zu Unrecht. Denn es gab ja diesen Preisbewegung gar nicht. Nur das Oracle, der Chainlink, ja, das, ne, natürlich Nonplusultra, das kann auch Fehler haben. Und das ist noch nicht mal ein Fehler. Das ist einfach, sag ich mal, eine Unzulänglichkeit in dem System. Das heißt, 3 von 10 Oracles, das ist schon sehr, sehr wenig, ja, um den Preis zu manipulieren. Und da wurden Leute liquidiert. Glücklicherweise in dem Wrapped STEs Pool sind natürlich relativ wenig Leute drin gewesen, denn die wenigsten Leute leihen sich wirklich Wrapped STEs aus. Ja. Das heißt, wenn ihr Wrapped STEs gegen ETH ausgeliehen habt, dann seid ihr an einer Stelle liquidiert worden. Aber weil es eben so wenig waren, hat Silo gesagt, hey, ja, wir kommen da tatsächlich für eure Verluste auf. Ja, die Liquidationsfee, klar, ihr bleibt trotzdem auf euren Wrapped STEs sitzen, aber und verliert die ETH, aber die Fees zumindest erstatten sie euch und da muss man wirklich auch dran denken. Ne? Das heißt, auch kleineren Coins oder sag mal Wrapped STEs, wo man denkt, hey, da kann nichts passieren, da kann auch was passieren, vor allem durch Oracles. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben die Hacker, ja, von Platypus habe ich auch in den News selbst darüber berichtet, das war auf Avalanche gewesen vor einiger Zeit. Platypus ist sogar eines der Top-Projekte auf der Avalanche Blockchain neben Trader Joe gewesen. Und der wurde gehackt und die Hacker, ja, jetzt vor Gericht in Frankreich, sind davon gekommen. Ja. Das Gericht hat gesagt, na gut, wir haben keine passenden Gesetze für sowas, vor allem digitale Assets. Ja, das sind etwas, wofür es gar keine definierten Regeln gibt und deswegen können wir die, ja, selbst wenn wir wollten, ja, wir sehen das ein, dass es vielleicht nicht richtig war und das ist vielleicht auch ethisch nicht korrekt, ja, von Leuten das Geld zu nehmen, denen es nicht gehört, aber das sind die digitalen Assets, die sind nicht genügend reguliert und deswegen können wir darüber gar kein Urteil fällen. Die sind davon gekommen. Und man geht zumindest davon aus, dass an der Stelle, ja, ein Widerspruch eingelegt wird und dass weiter nach oben in höhere Gerichte weitergereicht wird, denn sowas kann man nicht stehen lassen. Denn das würde theoretisch einen Präzedenzfall bedeuten, dass zukünftig die Hacker alle darauf plädieren könnten und sagen, hey, guck mal, der hat damals auch gehackt, der ist davon gekommen und das ist nicht, ja, wieder gesetzeswidrig. Da muss man zwei Sachen noch unterscheiden. Das eine, das ist natürlich, ja, dieser juristische Weg und dann gibt es natürlich noch die Zivilklage. Das heißt, auch wenn die an der Stelle juristisch, sag ich mal, als nicht strafbar verurteilt wird, heißt das trotzdem nicht, dass die zivilrechtlich nicht anbelangt werden können. Das heißt, an der Stelle können die trotzdem das Geld, ja, verlieren, obwohl das, sag ich mal, nach dem Gesetz an der Stelle als rechtens angesehen wird. Und ja, kommen wir zum nächsten.
Und das ist nämlich, das geht um die ganze Geschichte in der DeFi-Welt. Ja? Das heißt, inwiefern dieser Spruch Code is Law, ne? Das ist ja, was man auch dieser Kyber-Hacker und auch vom früheren, der Avi Eisenberg und so weiter, alle gesagt haben, Code is Law, das heißt, wenn da eine Lücke drin steht, ja, weil ihr nicht genügend seid, als Programmierer, das Ganze lückenlos programmieren, dann habt ihr halt Pech, ja, dann lässt ihr eben die Leute dazu, oder verführt die Leute dazu, das auszuräumen, die es können, und da seid ihr selber schuld daran. Und dieser Code is Law, das ist eben eine Diskussion hier, lasse ich euch ein, da sind sehr viele sehr interessante Beiträge dabei, wie man es insgesamt gestalten könnte, denn das ist meiner Meinung nach definitiv auch ein Punkt, ja, was bislang eben das Problem bei DeFi ist, dass solange das alles gut funktioniert, ja, sagen alle Code is Law, das ist so geplant, aber wenn ein Hack und sowas passiert, dann ist der Aufschrei groß, das gilt natürlich nicht, weil Fehler kann man immer machen, deswegen an der Stelle, ja, muss eben das normale Gesetz eben die DeFi-Welt retten, weil DeFi selbst das nicht handhaben kann, und dahingehend sind natürlich auch mehrere unterschiedliche Wege möglich, zum Beispiel unter anderem auch bei Ethereum diese Möglichkeit dieses Circuit Breakers, was aktuell in Diskussion auch ist, und lasse ich euch einfach da zum Schnuppern und kommen zum nächsten. Wir haben zum Beispiel auch sowas hier. Ich habe in letzter Zeit mir ein bisschen mehr Zeit genommen für mich selbst und auch entsprechend bei Twitter bin ich trotzdem am Lesen, aber nicht mehr so oft am Posten. Deswegen, wenn ich etwas Interessantes sehe, ja, egal ob ich da meine Meinung bin, ja, und meine Meinung teile mit dem oder tatsächlich dagegen bin, ja, reposte ich das. Deswegen bitte an der Stelle, wenn ihr mich auf Twitter folgt, nicht das, was ich reposte, als meine, ja, Zustimmung oder als meine Meinung sehen, sondern das ist einfach etwas, was ich mir für mich selbst als Notiz setze, damit ich in den News drüber sprechen kann. Und das war etwas Bonk. Ja. Bonk ist auch so ein Meme-Coin auf der Avalanche-Blockchain, und wo ich auch selbst niemals drin investiert war und auch nicht reingehen würde. Und sowas, ja, kann zum Beispiel auch über Nacht ein 10x machen. Und das ist auch zum Beispiel das, wo ich definitiv Abstand von halte, denn ich halte nicht vom Meme-Coin-Trading, wenn überhaupt. Da würde ich vielleicht noch Doge oder wirklich, wirklich, wenn man mir eine Waffe an den Kopf halten würde, vielleicht noch Shiba in Betracht ziehen. Aber solchen neueren Sachen wäre ganz kritisch. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte aber gern zocken, ich möchte großes Risiko eingehen, dann könnt ihr euch natürlich auch sowas angucken. Das Problem bei sowas ist natürlich sehr wenig Liquidität drin. Ihr seht hier, selbst bei dem Pump, ja, ist die praktisch diese Volumen so gering, dass es noch nicht mal um das Zehnfache von dem früheren Volumenanteil ist. Und deswegen, ja, bei solchen großen Pumps muss man auch mal großen Dumps rechnen, und dann kommt es nur auf das Timing an. Und das ist natürlich immer am schwersten. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben Coinbase. Coinbase ist tatsächlich auch auf meinem eigenen Radar, was Aktien angeht. Ja. Immer wenn das eine gewisse Schwelle beim Dumping erreicht, versuche ich da ein, zwei Aktien dazu zu kaufen. Aktuell ist es bei 150 sogar, glaube ich. Das ist eine der bestperformenden Aktien in diesem Jahr. Und wenn man hier anguckt, warum sage ich Coinbase? Wenn man sich diese ganze ETF vorstellt, die jetzt freigegeben werden sollte Anfang nächsten Jahres, die meisten sagen, im Januar wird es sein, mein Bauchgefühl sagt mir im März, dann ist natürlich so, dass Coinbase bei fast allen, außer zwei, ja, außer bei Fidelity und bei Hashtags, das sind natürlich kleineren, Coinbase als Halter. Und Coinbase kassiert natürlich an der Stelle auch eine Gebühr, ne? Auch wenn manche spekulieren vielleicht nur 10 BPS, also, und das wird natürlich nicht viel sein, und es kommt aber auf die Menge. Das heißt, wenn dort, sag ich mal, 50 Milliarden an Bitcoin gekustodiert wird, ist es natürlich ganz einfach Gelddruckerei für Coinbase Card. Die müssen das natürlich auch sicher verwahren, aber das sind ja Systeme, die man einmal aufsetzt, ja, und dann ist fertig. Das hat nicht wirklich viel Pflegeaufwand, und das sind natürlich zwei- oder dreistellige Millionenbeträge, die ganz allein vom Halten, ja, für die großen ETFs der Bitcoins kassieren könnten. Und das ist natürlich ein richtig guter Plus auf deren Balance Sheet. Und ich glaube, die wenigsten, ja, in der realen Welt checken das bislang, und deswegen würde ich euch tatsächlich an dieser Stelle auch empfehlen, euch mit Coinbase mal auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Aktie auf die Watchlist zu sehen. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben Binance. Ja. Binance wird in dieser Woche noch einen neuen Coin, und zwar Euro-Stablecoin, aufnehmen. Inwiefern man diesen Euro-Stablecoin direkt von der Chain zu Binance transferieren kann und ohne Verlust theoretisch wieder auskassieren kann ins eigene Konto, denn das ist ja bislang immer das größte Problem, auch bei mir. Ja, dass man immer einmal in US-Dollar umwandeln muss und dann vom US-Dollar wieder zurück in Euro, und da sind natürlich Reibungsverluste dabei. Ist natürlich die Frage, und ich bin gespannt, wenn das halt umgesetzt wird, nämlich im Laufe der Woche. Und kommen wir zum nächsten. Das ist eins der Kanäle, wo ich immer sage, okay, immer wenn der neue Video rausbringt, das muss ich mir angucken, denn das ist meiner Meinung nach eines der Top-Kanäle, ja, Top-3-Kanäle DeFi auf YouTube, auch wenn es allein dadurch, dass das Video nicht so lang werden kann, ne, das ist natürlich immer so um die 10, 20 Minuten, kann man nicht so tief reingehen, wie man gerne möchte. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr gutes Video in diesem Fall zum neuen Produkt, und zwar uncollateralized, also nicht besichertes Lending.
Und lasse ich einfach da sehr interessant. Und kommt zum nächsten. Wir haben ENS. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ihr sagt, hey, ich möchte gerne vom nächsten Bullenmarkt profitieren, aber ich bin super schlecht im Trading, ich mache nur Hodl und sonst was. Dann ist das schon eine Möglichkeit, wo ich sage, das ist theoretisch für jeden etwas. Denn worum geht es hier? Es geht um große Ökosysteme oder große Projekte, die sehr, sehr viel Geld haben, aber die nicht diesen Manpower haben oder nicht diesen Manpower als Angestellten sich einholen wollen. Und das ist, habe ich früher auch schon sehr oft vorgestellt, eine der großen Möglichkeiten für Leute, wenn ihr sagt, ich stecke sowieso gern 10 Stunden die Woche da rein ins Krypto, was kann ich da machen, um zusätzlich Geld zu verdienen, ohne zu spekulieren. Dann ist das ein Netto-Plus-Möglichkeit, nämlich sucht euch große Projekte raus, Aave, Uniswap, Curve oder sorry, in diesem Fall ENS, ja, ENS ist diese ENS-Domain, ETH-Domain. Oder zum Beispiel auch große Ökosysteme, Optimism, Arbitrum, fast alle haben mittlerweile Grants. Ja, und das sind Grants auf ganz unterschiedlichen Gebiete. Und da, die eben sehr, sehr viel Geld haben, ja, müsst ihr eigentlich nur was Gutes formulieren, also ein gutes Deck, so wie man nennt das, ne? Macht da alles Mögliche rein, Daten und natürlich müsst ihr auch schon was auf der Hand haben. Ja, und dann schickt denen das und sagt, hey, das ist mein Proposal, ja, das trägt dazu bei, mehr Wert für euer Ökosystem und Projekt zu generieren und ja, ihr könnt mich dafür gern belohnen. Und da stellt man ein paar Sachen rein, lässt ein paar Leute für sich voten, dann kann man einiges abgreifen. Und in diesem Fall ENS, ja, ihr seht hier, sind sehr, sehr viele Projekte dabei und viele, ja, sind selbst noch nicht mal on-chain, sondern einfach nur dient dazu, das Ding mehr publik zu machen. Das könnt ihr jetzt mal auch mit einem YouTube-Sender, deswegen habe ich auch gesagt, ne, überlege ich mir auch selbst dabei aktuell, ob ich bei einigen Projekten mich als Vorschlag reinbringen. Und ja, das ist ENS. Und kommt zum nächsten. USDC auf Solana. Denkt dran. Solana hat ein anderes Smart Contract System und das ist auch nicht 100% sicher. Und in diesem Fall geht es so ähnlich, kann man es so sehen, im weitesten Sinne, wie auf Ethereum, wenn man ein Signature abgibt. Nämlich, dass man jemand anderes, bei Ethereum natürlich so, wenn du Signature abgibst, kann der andere frei deins bedienen, ja, aus deinem Wallet in das eigene Account. Und bei Solana ist das tatsächlich so, wenn ihr in diesem Fall geht es um Delegation. Das heißt, jemand anderes kann an eure Stelle über eure Assets verfügen und eure Assets ausgeben für andere Sachen. Ja. Vielleicht nicht sich selbst in den eigenen Wallet checken, aber euren Wallet bedienen. Und in diesem Fall geht es eben Solana und das ist eben auch was Wallet-Entwicklung angeht. Es gibt schon Möglichkeiten aktuell, zum Beispiel in anderen Wallet wie Soulflare, aber nicht Standard de facto ist natürlich das Phantom Wallet, aber eben nicht jedes Wallet ist so weit, um das anzuzeigen, dass diese Gefahr besteht, dass man durch diese Delegation, ja, an anderen, dass da so eine Freigabe reingeschmuggelt wird, dass man auch Coins verlieren kann auf Solana-Blockchain. Und kommen wir zum nächsten. Wir haben ZEC-EPT. Ja, stellt ihr wieder jemand plus? Und ich meine, das ist generell meine Meinung. Ja, wenn jemand sowieso schon sehr, sehr sketchy ist, wie der Ben hier, ja, der hat ja 3 oder 4 Meme-Coins und auch zusammen zum Beispiel mit diesen Big Boy Krypto damals gelauncht. Und da habe ich schon gesagt, lass die Finger von. Ja, die Leute, die dort in sowas reinapen, die erwarten, ja, dass sie plötzlich 3x oder 10x machen, weil der Ben so eine große Reichweite hat und irgendeinen neuen Shitcoin launcht. Die haben es auch nicht anders verdient. Ja, ich meine, die gehen halt das Risiko ein. Ich sage mal 100x Risiko, ich meine, Möglichkeit bedeutet auch 100% Verlustrisiko. Und in diesem Fall ist ganz deutlich, was passiert da? Der Ben fängt an mit Scammer und als oder Shitcoin oder als Scamcoin Leute zusammenzuarbeiten. Klar, sagt er, mein Account ist gehackt worden. Aber ich meine, wer lässt seinen Account 3-mal hacken? Ja, das ist entweder absolut fahrlässig, ja, weil der absolut keine Ahnung hat, wie Krypto funktioniert, wie Sicherheit funktioniert, was das bedeutet. Oder der sagt, mir ist es egal. Ja, ich habe sowieso mein Geld schon, mein Schäfchen schon, alles im Trocknen. Macht mit deinem Account, was ihr wollt. Aber gibt mir dafür von den Gewinnen, die ihr abgreift, 50.000 oder die Hälfte oder sonst was. Ja, und dann könnt ihr meinen Account immer wieder hacken oder sonst was. Ja, das heißt, da muss man wirklich einen ganz großen Kreis drumherum machen und ja, kommen wir zum nächsten. Es geht in diesem Fall darum, um diese OP-Grants, die aktuell noch am Laufen sind, aber werden diese Woche zu Ende laufen und da sind einige Kritiken, unter anderem auch große Accounts, die darüber Kritiken geäußert haben. Und das Problem an dieser Stelle ist natürlich, es gibt bisher keine Regeln. Jeder, absolut jeder, auch ich kann mich dort bewerben. Ja, und bei diesem Retro-Public-Goods-Funding ist natürlich so, je mehr Leute auf dein Projekt voten oder dort hineinspenden, ja, desto mehr wirst du gematcht. Das heißt, desto mehr Geld bekommst du von der Foundation auch ausgeschüttet. Das ist diese quadratische Funding-Methode. Und dann ist natürlich so, dass auch große Projekte dabei sind, die teilweise zig Millionen oder hunderte Millionen ja schon an VC-Funding haben. Und das ist so, wie wenn Amazon sich da hingehen würde und sagt, hey, ja, ihr arbeitet sowieso mit unserem AWS-Server, also dann machen wir ein bisschen Werbung hier noch für euch und dafür greifen wir einfach, auch wenn es nur 1% ja, der gesamten Funding-Gelder ab.
ist natürlich so, dass viele Leute sagen, das gehört nicht in einen Topf. Projekte, die ne, aus eigener Initiative und auch ohne Funding startet sind und auch wirklich Public Goods sind, ja, darauf bezieht es sich ja. Der praktische Initiative oder Goods, also praktisch Güter, die kein Geld sonst bekommen, ne, wie zum Beispiel staatliche Betriebe oder Straßen und sowas. Ne, das wird ja nicht durch irgendwelchen VCs finanziert. Dass die an der Stelle Geld bekommen und dass aber, dass da eben keine Regeln gesetzt werden bislang, ja, wer sich da bewerben kann, ist natürlich so, dass sehr viele große Projekte allein dadurch, dass sie ein Image haben, ja, wenn Chainlink sich dort bewirbt, wird Chainlink definitiv Geld bekommen, weil jeder kennt Chainlink und wenn die Leute da hingehen, oh, da gibt es 100 Projekte, okay, dieses Symbol kenne ich, die da spende ich jeweils einen Dollar rein, ja, da ist natürlich so, dass die kleinen Projekte, sind wirklich sehr viele nützliche, aber auch wichtige Projekte dabei, die ja bis heute keine einzige Werbung machen, aber auch kein Image draußen haben. Ja, niemand weiß, dass es ein Projekt ist und da ist natürlich auch wenn ich da hingehe, welche Bias, ist das ein legitimes Projekt oder nicht, da haben die was. Ich meine, nehme ich 2 Stunden in die Hand, um darüber selber zu recherchieren, was dieses kleine Projekt macht, ob das sich lohnt, dort zu investieren. Wenn da 100 Projekte stehen, natürlich nicht. Ja, und das ist natürlich ein großes Problem an der Stelle, dass ja auch hier stark diskutiert wird, wie man da in die Zukunft hineingehen, das gerechter machen könnte, dass gerade die schon richtig gut gefundet sind und richtig großen Image haben, Projekte, dass sie nicht in den gleichen Topf geworfen werden wie die kleinen Projekte. Und ja, kommen wir zum nächsten. Wir haben ja 100.000 pro Monat. Das ist natürlich ein Traum, ne, als Smart Contract Auditing, aber ich kenne zum Beispiel auch Leute, die sehr, sehr schnell aufgestiegen sind und das war eine Möglichkeit, es gibt sehr viele solche Threads, wo die Leute auch gezeigt haben, wie man am schnellsten einsteigen kann. Ich sage nur, wenn ihr diesen Weg einschlägt, geht nicht davon aus, dass ihr innerhalb halbes Jahr oder ein Jahr schon direkt anfangen, 5- oder 6-stellige Beträge absahnen könnt. Nichtsdestotrotz, wenn man wirklich viel Zeit hinein investiert und sich damit beschäftigt und ne, auf die lange diese Long Game hinaus spielt, dann kann man definitiv in den Bereich. Das ist eines der kleinsten Bereiche, ist noch kleiner als Solidity Programmieren. Ja, denn in diesem Fall musst du nicht nur programmieren können, sondern du musst auch die Zeit investieren in die einzelnen Projekte, die du auditest, um die zu verstehen. Ja, denn gerade das Verstehen, wie vor allem komplexere Projekte, wie die heute immer mehr werden, ist eben der Schlüsselpunkt, um gerade diese extremen kritischen und auch, sag ich mal, Randfehler zu finden, zum Beispiel bei Kaiba, den keiner. Ne? Selbst die großen Auditoren haben gesagt, wir hätten den Fehler nicht finden können innerhalb von 2 Wochen, ja, denn das ist so sehr versteckt. Aber ja, Hacker haben eben die Zeit, unendlich Zeit, theoretisch solchen Fehler zu finden. Und ja, das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, in den nächsten Bullmarkt hineingehen, wenn man vor allem sich vorstellt, wie hoch das gehen kann. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Blasen. Und Chainlink ist meiner Meinung nach eine der größten Blase zum aktuellen Zeitpunkt. Nichtsdestotrotz, ne? Nur weil es eine Blase ist, heißt nicht, dass sie irgendwann poppen wird. Das kann auch gesunde Blase sein, ja, wie zum Beispiel gab es da eine Geschichte auch schon und in diesem Fall, wenn Chainlink, sag ich mal, im Bullenmarkt einen 10x macht, ne, wird es dann platzen? Meiner Meinung nach muss es nicht sein, denn es ist aber davon abhängig, wie viel der gesamte Markt mitzieht, ja, oder wie viel Geld insgesamt im gesamten Markt drin ist. Nichtsdestotrotz, und das ist das Problem bei Chainlink, habe ich auch sehr viele Videos schon separat dazu gemacht, was ich von Chainlink halte. Es ist absolut Nummer 1, was bei Oracle angeht, mit großem Abstand vor allen anderen. Ja, die anderen, die sind jetzt erst aufgepoppt, die brauchen mindestens 2-3 Jahre, um aufzuholen, um auch nur annähernd so gut zu sein wie Chainlink. Zweitens, natürlich CCIP, läuft ja schon seit einiger Zeit, aber wirft nicht viel Rendite ab. Ja, und das ist eben das Problem, was ich da sehe. Chainlink hat keine echte Einnahmen an der Stelle. Ja, manche sagen, oh ja, aber diese ganzen Node-Betreiber, die müssen alle Link-Token kaufen, die müssen staken, das ist alles ein Pups, ja, das zählt fast gar nicht. Rechnet einfach selbst aus, ja, wie viel wirklich dann notwendig ist, ja, für Staking und so weiter, das ist ein Scherz. Ja. Und die haben natürlich dadurch, dass sie sehr, sehr groß und verbreitet sind, auch ne, mit diesem ganzen Node-Staking, das ist ja gerade mal 0,2, ja, Punkt 0,2 Phase, ist noch nicht mal erste Version ausgerollt, ist natürlich kein echtes Produkt da. Außer diese ganzen Oracle-Geschichten und natürlich Crosschain. Auch wenn die sagen, hey, wir arbeiten mit Swift zusammen, mit großen Banken, wir sind die Tokenisierung Nummer 1, wenn es um de facto Tokenisierung geht und so weiter. Das sind alles Zukunftsvisionen, die heute nicht existieren als Use Case. Auch wenn man sich darunter was vorstellen kann. Ja. Und das ist natürlich sehr früh. Erstens, die Blase, die wird natürlich sehr groß werden in den Bullenmarkt und das kann natürlich aufholen, einerseits, weil Tokenisierung tatsächlich vorangetrieben wird und weil vor allem großen Banken anfangen, damit zusammenzuarbeiten und dadurch ja, die richtig viel Geld verdienen. Oder, ja, das ist eben der Fall, den man auch einbeziehen muss, das kann auch platzen. Denn wenn die Leute begreifen, okay, die Banken, die werden das sowas nicht mit Chainlink machen oder ne, werden ihr eigenen Ding machen und sonst was,
dann wird es natürlich ganz schnell verflüchtigen sich. Und dafür ja, bitte unbedingt entsprechend die Risiken für sich selbst kalkulieren, wenn man in Chainlink investiert. Und wir haben Bitcoin-Ökosystem, darf man nicht vergessen. Ja, denkt dran, die Frösche und Co. werden auch alle mit nach oben gehen und zwar noch mehr. Ja, das heißt, wenn ihr sagt, Ethereum, NFT, das ist mir zu aufwendig, das ist so viele Scams und so, was soll ich da machen? Ja, dann guckt euch gerne Ordinals an. Das ist ein richtig aufblühendes Ökosystem. Jetzt habe ich schon sehr, sehr früh ja, gesagt. Ich gehe davon aus, dass im nächsten Bullenmarkt nicht die Ethereum NFTs, ja, hauptsächlich zum Gambling, sondern tatsächlich an der Stelle Bitcoin-NFTs oder Bitcoin-Ordinals, BRC20, ARC20, wie die alle heißen. Da gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche, dass die tatsächlich mehr im Rampenlicht stehen könnten, weil das ist wieder was komplett Neues. Das kennen die wenigsten Menschen und ja, da ist natürlich viel mehr Möglichkeiten, darum geht es ja, Aufmerksamkeit auf diejenigen, die über Nacht 100x gemacht haben, von ja, zigtausend auf zig Millionen und so weiter. Und dafür ist natürlich Bitcoin-Ökosystem sehr interessant zum aktuellen Zeitpunkt. So, kommen wir zu den lustigeren Sachen. Erstens, ja, große Vorfreude, weiß ich noch nicht, inwiefern das enttäuschend sein wird oder gut sein wird, denn Fallout habe ich selbst gezockt ohne Ende. Ja. 3-4 Mal durchgezockt und 3er, 4er, nur das letzte, den letzten Teil nicht. Und wird verfilmt. Auf jeden Fall super spannend. Da sieht man auch sehr viele Figuren, die man im Spiel selbst kennt und ja. Lasse ich euch mal da den Trailer und den zweiten, nehme ich das hier. Sehr, sehr viele Bilder aktuell, ja, wie man aus PS1, PlayStation 1 Zeiten, die Niedrigpolygon-Personen, ja, durch KI auf echte, ja, mittlerweile PS4 und PS5 Qualität auch hochskalieren kann. Und das ist eines der Top-Projekte zum aktuellen Zeitpunkt. Und das war's auch schon von mir für euch aus dem Kryptografie heute. Mein Name ist Digi. Ciao, ciao.